Diesen Beitrag widmet Ihnen die Raiffeisenbank Perchtoldsdorf. Mit den meisten Handschuhen, unser Zeremonienmeister, der Guga Kalli, der alles voll im Griff hat, Zechmeister Andreas. Frau Bürgermeisterin, ein Sonnenschein, lebt gern auf eine Runde, Achterl nein, die Haurer reimen sie, schon die Hemd, ihr Vorgänger hätt nie eine Runde brennt. Ein großes Erbe tritt der Apfel an, ob er Brigis Lücke schließen kann. Es kommt nicht auf die Leibesfülle an, als erstes wär des Grüßen dran. Der Vizebürgermeister Appel ist recht stolz, ist ganz geschnitzt aus grünem Holz. Doch eines war er sicherlich nicht blöd, wenn er sich beim Grüßen ein bisschen leichter tät. Grüß euch Servus und viert Gott, damit hat der Apfel seine Not. Das Grüßen fällt ihm gar so schwer, Seminare dafür gibt's beim Eichtinger. Als grünes Männchen, eher bekannt, auch Vize-Apfel, eher genannt. Es wäre doch wirklich einmal nett, wenn er zumindest seine Wöhler grüßen tät. Apfel des Ahne, sag ich dir nur, lass unseren Marktplatz ja in Ruhe. Beim Butcher brauchst ihn nicht verkühn, gehst mit der Kühe halt Billard spielen. Klingel, klingel, prima, Klima, das hat Elan. In der Natur tanz radeln, dann bauen sie eine Boccia-Bahn. Wenn euch Grünen so fad ist, na bitte schön, könnt's gern mit uns in den Weingarten gehen. Am Marktplatz wollen sie jetzt Sand auf Strahn, mit Sonnenschirm und Boccia-Bahn. Dazu kriegen die Grünen, ist es nicht cool, mein Vater nockert im Liegestuhl. Die Lichtshow beim Turm, ja geleck, war meiner Meinung nach echt kein Dreck. Und mit einem Drittel der Kosten von die bläden Ballon war es zehnfache wert und eine Sensation. Der Turm hat 500 Jahre überlebt, ohne dass er weiß Sackel auf ihm klebt. Die Luft braucht der Turm nicht, wie ihr seht, gibt's es lieber den Bladen, der unter der Bretschen geht. Die Sommersonne scheint mir ins Gesicht, ich traue meinen Augen nicht, richte den Blick ins blaue Himmel, mein Gott, der Turm hat ein Botzenwimmel. Eines muss ich eingestehen, Kunst werd ich niemals verstehen, was die Leute im Ort so super dran finden, wenn sie in Check und in Guga am Turm aufbinden. Mein Vater und die Hirtermutter
er ist ein guter Lodge und sie kein Luder. Und wenn ich so nachdenke, frag ich mich dann, wie die zwei mich überhaupt zusammengebracht haben. Nudeln gibt's nur mehr ohne Butter, sagt das schlanke Rehlein, die Hirtermutter. Beim Jamesy muss man aber sagen, die Diät hat noch nicht angeschlagen. Auf der Terrasse gibt's ein Whirlpool, das findet sogar der Jamesy cool. Weil in der Mitte, da hat's an Gottern, den Nichtschwimmerbereich für'n Hirter fottern. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Raiffeisenbank Perchtoldsdorf.